meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Susan Collins The Hunger Game Mockingjay vorstellen. Das ist die englische Ausgabe, deswegen nicht wundern, mein Englisch ist nicht unbedingt gut, aber ich lese euch den Klappentext vor. Katniss Everdeen has survived the Hunger Games twice, but she's still not safe. A revolution is unfolding and everyone, it seems, has had a hand in the careful laid plans. Everyone expects Katniss. And yet she must play the most vital part in the final battle. Katniss must become the Mockingjay, the symbol of rebellion. So, no matter what the personal cost. Ja. Also, ich denke mal, die Leute, die dieses Video sehen, wissen, worum es im Mockingjay geht. Aber ganz kurz, Katniss hat eben das zum zweiten Mal die Hungerspiele gewonnen und kehrt eben wieder zurück. Aber sie ist eben nicht sicher. Und um eben den ganzen Leuten diese Sicherheit zu gewähren, wird sie zum Spotttörpe für alle und möchte eben Snow töten. Aber es ist halt so, dass sie schnell feststellt, ey, die Hungerspiele sind nicht zu Ende. Und wie es halt so weitergeht, müssen wir natürlich selbst lesen. Ja, Mockingjay, 3 Sterne halt. Ich habe mich ja damals 2015 sehr schwer getan mit dem ersten Band. Der zweite hat mir sehr gut gefallen mit 4 Sterne. Und Mockingjay war jetzt nochmal so ein ganz kleiner Dämpfer, deswegen 3 Sterne. Aber ich bin jetzt froh, diese Reihe doch nochmal eine Chance gegeben zu haben. Und ich habe wieder Lust, eben diese Reihe zu lesen. Ich habe Lust, die Filmreihe zu gucken. So, ich habe jetzt die Buchreihe beendet. Jetzt möchte ich die Filmreihe dazu gucken. Und auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil mir ist so einige Tode hier dran total vorbeigegangen. Und wo ich mir dann auch teilweise so gedacht habe, ich habe das so ein bisschen anders im Kopf gehabt für die Filme oder so. Ich weiß, man kann nicht 1:1 alles übersetzen, das ist klar, was in Büchern passiert und dann in dem Film. Ich weiß, man kann es nicht machen, aber es ist halt so, ich habe das Hörbuch gehört, habe nebenbei was gemacht, habe trotzdem ein Hörbuch gehört. Aber dann habe ich mir so gedacht, so, hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist denn die Person auf einmal tot? Die hat doch im vorletzten Kapitel noch gelebt und so. Also dieses nochmal so Revue passieren lassen, warum diese Person gestorben ist. Und ich hoffe, dass die Filme mir dabei wirklich noch helfen. Weil ich habe mir so gedacht, so, hä? Was ist jetzt los hier? Ja. So. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Rezension gefallen. Ich weiß, ich war früher immer in dem Hype nicht drin. Es ist eine schöne Dystopie gewesen, aber ja, es hat mich nicht so abgeholt wie das Juwel von Amy Ewing damals. Ja, aber ich bin froh, jetzt The Hunger Games von Susan Collins abzuhaken, hab sie doch irgendwo lieb gewonnen. Und vielleicht, ja. Ich habe die Filme zu Hause, das weiß ich. Ich sehe die gerade nämlich. Und ich liebe einfach die Schauspielerin, die eben Katniss spielt. So, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao!